Ja, Freunde, es geht weiter. Let's Play FK, Tomb Raider 2013. Es ist die nächste Runde und wir haben Pfeil und Bogen gefunden übrigens. Das muss ich hier an der Stelle nochmal erwähnt haben, was ich gut finde an der Stelle auch. Denn wir sollten schon ein wenig bewaffnet sein in diesem Abenteuer. Denn es kommen doch noch merkwürdige Sachen auf uns zu, denke ich. Es ist ja typisch Tomb Raider. Es wäre nicht Tomb Raider, wenn da nicht noch irgendwas Schweres kommen würde. Und, oh, wie schön. Wie schön, Freunde. Guckt euch das mal an. Ja, ich will dich nicht töten. Nein. Nee, das möchte ich nicht. Ich lasse euch alle leben. Ich bin ein guter Mensch. Ich bin ein guter Mensch. So. Wir schauen uns trotzdem irgendwie um. Ich hoffe, ich verlaufe mich nicht, weil ich hier ewig im Kreis rum eier. Und, ja. Wir schauen, wir schauen, wir schauen, Freunde. Ja. So ist das. So ist das. So und nicht anders. Ja, okay. Das ist dieser komische... Der komische Suchmodus. Da müssen wir lang. Okay. Das ist dieser merkwürdige Suchmodus. Von dem habe ich gelesen. Ich habe es nicht gewusst, dass es wieder geht. Suchmodus. Ah ja, da lang. Gut. Wir schauen uns dementsprechend erst einmal um, um überhaupt irgendwas sagen zu können. Denn, wie gesagt, es ist doch nicht alles immer so einfach. So, ich guck nochmal. Ah, alles klar. So. War das jetzt nicht hier diese Hangelpassage? Okay, das hat aber wenig Sinn, oder? Ich weiß es jetzt nicht, Freunde. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich glaube doch, wir müssen da lang. Wir probieren alles, was möglich ist, aus. Und ich kann euch hier an der Stelle schon mal sagen, ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Nein. Blind. Jo. So ist es. So und nicht anders, Freunde. So, gut. Jetzt würde ich es aber, begrüßen, wenn wir da raufkommen würden. Ja. Sowas mag ich. Ja, ich mag sowas, wenn sowas funktioniert. Und wir gucken uns hier mal um. Das verstehe ich auch bis heute nicht. Nee, Leute, das verstehe ich heute nicht, das verstehe ich morgen nicht. Warum ist das so? Warum sind die Sachen so? Und hier geht das weiter. Über diesen Butschi-Baum hier. Oder geht das überhaupt... Oder irre ich mich da? Ey, das geht sogar. So. Einmal Stück für Stück. Step by Step. Da können wir nicht so viel ver... Ah, natürlich nehmen wir die mit. Pfeile immer mitnehmen. Da kommen wir nicht hoch. Okay. So, wie gesagt, man muss es probieren. Man muss es studieren. Geht das hier lang? Ah, da sind wir runtergefallen. Okay. Ah ja. Ah ja. Lag da was? Lag da etwas, was wir gebrauchen können? Nö. Gut, wir machen erstmal weiter und Überlebensinstinkt. Ich sag nicht, wir müssen da schon wieder irgendwo hoch, ey. Och, Leute. Hab doch keine Ahnung. Warum ist denn das so schwer? Aha. Ja, wie gesagt, wir gucken uns da um und ich weiß nicht wie, wo, was. Es ist, wie gesagt, blind. Es ist auch komplett anders als die anderen Tomb Raider Teile. Und wir haben Fähigkeiten. So. Verwenden Sie Fähigkeitspunkte, um im Fähigkeitenmenü Ihre Fähigkeiten auszubauen. So, mit A geht's weiter. Dann machen wir das mal. So, tierische Instinkte. Was haben wir denn da noch? Überlebensinstinkt. Sammeln Sie zusätzliche Belohnung beim Plündern von Tierkadavern. Lebensmittel, bla bla bla. Verbessertes Bergen. Durchsuchen Sie Kisten, Truhen und sorgfältig zusätzlich Bergungsgut zu erhalten. Ich finde, das ist schon mal sehr wichtig. Ich finde, das ist schon mal wichtig, dass wir mehr Bergungsgut bekommen. Bergungsgut können wir ja immer gebrauchen. So, jetzt habe ich aber auch keine Fähigkeitspunkte mehr. Jetzt können wir hier im Prinzip wieder raus. Und, im Prinzip weitermachen. So, Lager. Was können wir hier noch machen? Ehrlich gesagt, gerade gar nichts. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert?
Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Hülle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth, und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat's jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Ja, das ist schon mal gut, dass wir wieder von Ross gehört haben. Ross ist einer der... Naja gut, ihr habt es ja mitgekriegt. Er gehört mit zu unserem Team. Und wir wollen natürlich zusehen, irgendwie auf die anderen zu treffen. Das wäre natürlich nicht gerade nachteilhaft. Im Gegenteil, es wäre von Vorteil. So. Wir machen weiter. Entschuldigung für den Husten, aber ich habe es wieder. Ich werde wieder crank. Das ist doof. Das ist doof. Schwankendes Wetter, Freunde. So. Wo sind wir hier? Hallo? Ist jemand hier? Ach, dich kenne ich noch. Dich kenne ich noch, toter Mann. Pfeile. Ja, man sollte immer mal ein bisschen gucken, ob man noch irgendwo ein sogenanntes Bergungsgut findet. Na, so Kisten durchsuchen und so weiter. Da war jetzt dieser Schuppen. Wo war... Wo sind wir denn jetzt? Oh, Leute, da... Genau, da ist die Tür aufgegangen! Na toll. Na toll, das sieht nicht nett aus. Okay, egal. Egal. Eine Fackel. Ja, Fackeln können wir immer gebrauchen, Freunde. Ist nicht gerade unwichtig. Verdammt. Nein. Oh, nö. Wir müssen da runter. Oh, Mutti. Egal, wir klettern runter. So, machen wir einfach, ist scheißegal. Scheiß drauf, wir gehen runter, Freunde. Vielleicht ist es ja gut. Die Musik ist scheiße. Butch. Was sind das für Zeichen? Ja, das frage ich mich aber auch. So, okay, gehen wir hier durch. Hier ist so ein Fackelkorb. Okay, wir machen hier erstmal einfach weiter. Oh. Was mache ich bloß? Irgendwelche Strichcodes. Hier war jemand wohl längerfristig unten drin. Totenköpfe. Das ist ein sehr bedenklicher. Oh Gott. Das ist verrückt. Ja, das ist es. Das ist es. Diese traditionelle No-Maske stellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Okay. So, dann drehen wir das mal. Jetzt vibriert auch mein Joypad, als wenn das irgendwie... Im Inneren befinden sich Spuren von weißer Farbe. Wer immer die Maske benutzte, war von adeliger Abstammung. Aha. Schön. Also wir haben diese Maske gefunden. Dafür gibt es natürlich wieder Erfahrungspunkte. Und sie liest uns das ja auch schön feuchtfröhlich vor, was die Maske so beinhaltet. Finde ich dementsprechend gut. Essenskiste. So, was ist das hier? Können wir jetzt erstmal gar nichts machen. So, nach und nach erstmal hier... Wir gucken uns erstmal hier diesen Raum an. Und was hier drinnen abgeht, ist mir noch nicht klar. Das ist verschlossen. Das ist schon mal schlecht. Oh Gott, no one leaves. Okay. Das sagt ja wirklich schon irgendwie alles über diesen Puff aus, ehrlich gesagt. Das finde ich aber nicht so gut. Gut, zünden wir diesen ganzen Müll mal an da. Man muss ja nicht in dem brennenden Müll stehen, aber Leute, irgendwie die Grafik, die tut's. Das ist geil.
Hier ist eine Schlachterei. Lass mich raten, das sind Menschen. Na lecker. Das möchte sie auch noch haben. Wir haben eine Stemmaxt dazu bekommen. Ja, es geht natürlich immer weiter. Achso. Ah, okay, man muss in einer bestimmten Geschwindigkeit drücken. Das ist schon mal gut zu wissen. Und ich hätte gerne die Fackel an. So. Fackel an und oh. Okay. Okay. Butcher in Kambodscha, Freunde. Wir haben wieder was geöffnet. Also lecker sieht das hier nicht aus, das kann ich euch schon mal so sagen. Mir gefällt der Keller überhaupt nicht. Und ich weiß echt nicht, was hier noch alles auf uns zukommt. Aber wir machen das jetzt einfach. Wir ritzen das jetzt einfach, ne? So, ist hier noch irgendwas? Weil ich möchte ja gerne möglichst viel mitnehmen. Ich möchte möglichst das Zeichen. Hoffentlich kriegen wir uns das öfters mal. Was, das war's schon? Wie bitte? Das kann doch nicht deren Ernst sein. Tatsächlich. Tatsächlich, das war's hier schon. Na gut. Klettern wir wieder aus dieser Bunkeranlage oder was das da sein soll, raus. Und ein paar Accessoires haben wir immerhin schon. Wir sind jetzt gar nicht mehr so schwach. Wir waren schon mal schlechter dargestellt, sag ich jetzt mal. Schlechter hingestellt. Und wir verlassen diese etwas tristere Bunkeranlage. Was? Halten Sie wieder, um die Fackel auszumachen. Ah ja. Hast du gehört? Ja. Wer ist Wir da? Haben ein Feuer. Such den Rauch. Wir sind unterwegs. Lara, da bist du ja. Sam, Gott sei Dank. Überraschung. Schon okay. Er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Ja. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steig ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten. Von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist aus ihr geworden? Och nee, wir sind eingeschlafen, verdammt. Sam! Oh, jetzt sei nicht, Sam ist schon wieder weg. Scheiße. Oh, wir sind wieder alleine. Oh, nö. Ah! Ah! Sam! Was ist das denn für ein böses Teil? Ja, nu? Na toll. Okay.
Ja, bitte. Wo kommt was? Och Leute, das ist doch Kacke. Okay. Eins. Das ist bedrohlich, Freunde. Freunde, das ist bedrohlich hier. Da kommt nichts da. Oh Gott. Okay. Mami! Das erinnert mich so an Resident Evil. Oh nee. Die Pose. Lass los. Alles gut, mein kleiner Vogel? Bin ich froh, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir. Sie war hier. Mit diesem Mann, mit Reyes. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Ralph? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Roth, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe. Nein, ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder ein. Also zu Roth. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Na toll, jetzt dürfen wir mit der Weichpflaume arbeiten. Ja, ich muss mich nochmal kurz ausruhen. Ja. Der ist mir nicht sympathisch, der Typ. Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Natürlich, die besten Sachen machst natürlich du, Arschloch. Ja, Freunde, das war's erstmal wieder an der Stelle. Wir sehen uns wieder, wenn's heißt Let's Play Tomb Raider 2013. Ciao!